Leute, hier sind wir auch und da bin ich von den Two Epic Buddies und heute haben wir News für euch, die glaube ich einige von euch interessieren werden, weil bis jetzt sagt man ja, das sind nur Gerüchte, aber wir können das heute so ziemlich bestätigen, dass das, was wir heute erzählen, auch stimmt. Und zwar, Leute, geht's um fucking Black Ops 4, jetzt schon bevor World War 2 überhaupt released wurde. Und zwar kann ich mal Benny raushauen, was ist da gerade in letzter Zeit an News so rauskam. Geht um ein paar Analysten. Genau, die haben auf jeden Fall rausgeballert, dass die haben das einfach eiskalt gemacht, dass 2018 Call of Duty Black Ops 4 rauskommen soll, weil die einfach die schlechten Zahlen quasi, also Activision will quasi die schlechten Zahlen von Infinite Warfare wegmachen und jetzt wollen die zwei Bombenspiele raushauen. Und ihr wisst Bescheid, die Black Ops Serie ist immer am krassesten angekommen eigentlich. Und jetzt ist es natürlich logischerweise auch ein kluger Zug von Activision dann, dass sie Black Ops 4 rausbringen, weil eigentlich Black Ops 3 auch richtig erfolgreich war, obwohl es dieses krasse Movement hat. Aber ihr wisst Bescheid, Treyarch ist einfach ein geiles Entwicklerstudio und die ballern jedes Mal ein cooles COD raus. Und ich bin mir sicher, wenn die wirklich Black Ops 4 machen, was die Analysten hier vermuten, dann wird das auch ein geiles COD. Aber da gibt es dann auch eine Menge mehr dahin. Man fragt sich dann natürlich, was ist da mit dem Setting, weil theoretisch müsste es ja dann noch weiter in der Zukunft spielen. Und ja, da gibt es ein paar krasse Ideen. Und, ja. Und zwar, Leute, das Interessanteste ist, dass in Black Ops 1 und Black Ops 2 ein Synchronsprecher am Start war. James C. Burns heißt der hat Sergeant Frank Woods gespielt. Und der Kollege hat jetzt rausgehauen bei Twitter: Relax, Black Ops Fans, ich werde euch bald sagen, was ich so weiß. Und natürlich, wenn er was weiß, dann kann er das sagen. Wenn er nichts wüsste, könnte er nicht mal so einen Tweet raushauen. Das heißt, er weiß irgendwas über das neue Black Ops. Weil sonst würde er nicht schreiben, Black Ops Fans sollen relaxen und was weiß ich alles. Das heißt, das nächste Call of Duty wird logischerweise dann auch nicht in der Zukunft spielen können, weil sonst wäre der Schauspieler oder der Synchronsprecher nicht am Start da. Deswegen denken wir, dass es wirklich wieder irgendwas Oldschool-mäßiges ist vom Setting her. Vielleicht wird sogar ein Vorgänger von Black Ops 1, man weiß ja nicht, und die nennen das halt Black Ops 4 dann wegen Marketinggründen und es spielt halt dann vor Black Ops 1, zum Beispiel ein Prequel oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein richtig harter Hinweis. Daraufhin hat ein anderer geschrieben, ob der das jetzt auf Bezug von den Analysten von der Meldung da meint. Und er hat dann drauf geschrieben, wieder der Synchronsprecher, ja genau, auf das will ich Bezug nehmen mit dem Tweet da. Das heißt, er weiß tatsächlich was vom nächsten Call of Duty und es sieht wirklich verdammt danach aus, als wäre es ein neues Black Ops. Genau, es gibt wirklich eine Menge Theorien und das Wichtigste ist ja wirklich das Movement. Wie könnte das sein? Und ich bin mir sicher, es wird kein Advanced Movement sein, weil das haben die damals schon bei Advanced Warfare dann quasi so eingeführt. Die wollten ja im Prinzip für den E-Sports-Bereich dann 3 Jahre das gleiche Movement haben, damit sich die Profis quasi an das neue Gameplay und Movement gewöhnen können und nicht jedes Jahr was anderes rausballern. Deshalb gab es im Prinzip 3 Jahre lang ein Zukunftsshooter mit diesem Advanced Movement und ich bin mir deshalb auch sicher, die machen das jetzt auf jeden Fall wieder so, dass es mindestens 3 Jahre lang ein Classic Movement in COD geben wird, damit sich die Profis einfach wieder an das Oldschool Feeling quasi gewöhnen können. Und deshalb wird es einfach keinen Sinn machen, dass die jetzt mit World War 2 ein klassisches rausbringen und dann nächstes Jahr wieder ein Advanced Movement. Das würden die bestimmt nicht machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die das wirklich weiter länger durchziehen, weil ich kann mich auch daran erinnern, dass zum Beispiel Michael Condry, das ist ein Kopf ganz oben bei Sledgehammer Games, die gerade World War 2 machen, gesagt hat, er kann sich das Call of Duty nicht mehr ohne dem Advanced Movement da vorstellen und jetzt kam aber trotzdem ihr nächstes COD ohne dem Movement. Ich glaube, da hat wirklich Activision hart eingeschlagen und gesagt, dieses Movement muss raus aus Call of Duty, das passt gar nicht. Nach den 3 Jahren haben die das vielleicht eingesehen, weil die Verkaufszahlen so schlecht waren und das heißt eigentlich nur, wir können nur Positives erwarten. Ja, und ich bin mir sicher, Treyarch ballert da wieder was Geiles raus und wie es Hauptner vorhin angesprochen hat, wenn es irgendwas also ich bin mir auch sicher, es wird wahrscheinlich was in der Vergangenheit sein. Und ich bin mir nicht sicher, wie die das machen, weil Black Ops 4 ist ja dann eigentlich ein Nachfolger, aber ja, vielleicht ist es auch nicht genau Black Ops 4, sondern sie nennen es Black Ops und dann irgendwas anderes. Ich weiß es wirklich nicht. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Theoretisch wäre es auch möglich, dass, keine Ahnung, nach Black Ops 3 quasi in der Zeit nach irgendwas Krasses passiert wäre und die ganze Menschheit wäre vom technischen Stand quasi wieder zurückgesetzt, wo es dann kein Advanced Movement quasi und so weiter gibt.
Also da gibt's eine Menge Möglichkeiten, die ich habe noch eine Theorie. Ja? Ich habe ein bisschen Story gezockt und ich glaube, es war so, dass im ersten Teil Sergeant Frank Woods noch richtig jung war und im zweiten Teil war er nur mehr ein alter Knacker im Rollstuhl und vielleicht erfährt man dann die Geschichte dazwischen. Ich weiß nicht mehr, ob man das im zweiten Teil erfahren hat, aber weil da wirklich ein großer Unterschied. Black Ops 1 spielt richtig in der Vergangenheit, Black Ops 2 spielt schon in der Zukunft mit dem ganzen neuen Technologie-Stuff, also vielleicht wäre dann wirklich das neue Black Ops in der Gegenwart mit dem ganzen modernen Zeug halt einfach. Also das wäre eine Möglichkeit. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann wäre es wirklich in ja, Gegenwart COD, was gut passen würde, was sich quasi viele mit Modern Warfare 4 gewünscht hätten. Und vielleicht macht das dann einfach Treyarch mit Black Ops 4 quasi. Und ja, wäre interessant, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Aber das war's eigentlich schon mit der News. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, World War 2 wird natürlich gut, Leute. Jetzt erstmal abwarten, runterkommen. Black Ops 4 oder was auch immer ist noch weit weg. Call of Duty 2018 noch über ein Jahr. Also jetzt freuen wir uns erstmal auf World War 2, oder? Ja, auf jeden Fall. Da wird richtig gesuchtet, wenn das rauskommt. Ist nicht mehr so lange zum Glück. Und ja. Leute, dann würde ich sagen, war's das mit dem heutigen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao.